Herzlich willkommen bei selbstklebefolien.com. Ich möchte Ihnen heute an diesem Fenster zeigen, wie man eine Milchglasfensterfolie im Nassverklebeverfahren auf die Scheibe bringt. Dazu habe ich hier bereits ein paar Dinge vorbereitet. Eine saure Sprühflasche mit saurem Wasser bzw. Nullwasser, ein Applikationstensid, Sie können auch pH-neutrales Spülmittel nehmen, ungefähr 1 Milliliter, 1,5 Milliliter reichen für 500 Milliliter. Ich bereite einmal unsere Sprühlösung vor. Einfach kräftig schütteln, Sie sehen auch schon, dass sich ein leichter Schaum ergibt. Sie brauchen dieses Applikationstensid dafür, dass sich die Oberflächenspannung des Wassers bricht, damit sich ein richtiger Wasserfilm entwickelt und Sie das Wasser zwischen Folie bzw. die Luft zwischen Folie und Fensterglas herausbekommen. Weiter empfehle ich Ihnen ein Cuttermesser mit einer sauberen Klinge, einen Reiniger für Fenster, legen Sie sich ein paar Tücher bereit, das können Stoff- oder Papiertücher sein, die können Sie gleich mit Sicherheit gebrauchen. Messwerkzeug natürlich, wenn Sie vorher Ihr Fenster ausmessen wollen und zurechtschneiden. Wie bereits gesagt, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie wir einen bereits vorkonfektionierten Zuschnitt aufs Glas bringen. Daher brauche ich diese nicht. Ein Rakel benötigen Sie und wenn Sie wünschen, können Sie noch einen Heißluftföhn parat legen, denn es könnte dazu kommen, dass Sie ein Knitter in die Folie herbeizaubern. Muss aber auch nicht sein. So, das Wichtigste vor der Verklebung ist, dass das Fenster absolut sauber gereinigt wird. Sie können einen handelsüblichen Glasreiniger nehmen. Wir haben hier unseren spezial alkoholbasierenden Reiniger. Wir machen uns erstmal kurz Platz. So, Fenster wurden bereits gereinigt, ich gehe aber noch einmal kurz rüber. Sorgen Sie dafür, dass alles an Sand, Dreck, Schmutz, Staub von der Scheibe entfernt. Denken Sie bitte auch daran, die Gummis bzw. die Ränder zu reinigen, da sich hier sehr gerne Schmutz festsetzt. So, sollten Sie noch Dreckpartikel auf dem Fenster haben, können Sie natürlich auch eine Glasschaberklinge nehmen, um diese zu entfernen. Das Problem ist, dass Schmutz auf der Scheibe nachher beim Anrakeln die Folie zerstören könnte. Gereinigt haben wir nun unser Fenster. Unsere Applikationslösung ist auch bereits fertig. Das nächste, was wir machen müssen, wir nehmen uns unseren Zuschnitt. Wenn Sie mehrere Fenster als Zuschnitt haben, messen Sie bitte kurz aus, ob Sie die passende Folie für das passende Fenster haben. So, als erstes nehme ich unsere Lösung und sprühe unser Fenster einmal ganz satt nass ein. Dann nehmen wir unseren Folienzuschnitt, legen ihn verkehrt herum auf einen sauberen Tisch. Bitte machen Sie dies nicht auf dem Boden, dies könnte Staub aufwirbeln. Und ziehen Sie bitte das Trägerpapier um 180 Grad von der Folie ab. Sollte etwas Papier an der Folie kleben bleiben, müssen Sie an dieser Stelle kurz ein wenig nachhelfen. So, was Sie nun sehen, ist die klebende Seite der Milchglasfolie. Am besten, Sie machen sich Ihre Finger leicht nass und besprühen jetzt die klebende Seite mit Ihrer Wasserlösung. Jetzt nehmen Sie die Milchglas-Glasdekorfolie und legen diese in Ihr Fenster. Als nächstes benötigen Sie einen Rakel und bitte erneut Ihre Sprühflasche. Sprühen Sie auf die nicht klebende Seite Ihrer Fensterfolie einen Wasserfilm. Durch diesen Wasserfilm schützen Sie die Folie vor Ihrem Rakel. So, dank des Wasserfilms können Sie die Folie jetzt hin und her schieben und positionieren. Wenn die Position die richtige Position erlangt haben, drücken Sie zuerst einmal ganz leicht mit Ihrem Rakel das Wasser zwischen
Folie und Scheibe heraus. Nun drücken Sie einfach von der Mitte nach links mit leichtem Druck das Restwasser heraus. Und das Ganze machen wir noch einmal zur rechten Seite. Oft reicht ein Durchgang vom Anrakeln bei geübten Verklebern. Ich empfehle Ihnen aber im ersten Durchgang sanft anzurakeln, denn sollte sich jetzt Staub oder Schmutz zwischen Scheibe und Folie befinden, können Sie dieses, wenn Sie sanft anrakeln, nicht in die Folie eindrücken. Wenn Sie hart anrakeln, dann haben wir ein Problem, dass Sie den Dreck zwischen Folie und Scheibe herschieben und die Folie zerstört werden könnte. So, das Ergebnis ist schon ganz gut. Ich setze hier noch einmal kurz nach. So, die Ränder sind auch gut. Wenn Sie jetzt im Moment noch irgendwo Luft drunter sehen, können Sie die Luft noch herausschieben, wie hier oben zum Beispiel. Wenn die Folie bereits angezogen ist, geht das nicht. Wichtig ist, nach dem Verkleben trocknen Sie bitte die Ränder einmal sehr gut ab. So. Und fertig ist im Prinzip Ihre verklebte Milchglasfolie. Lassen Sie jetzt bitte den Kleber der Folie ordentlich anziehen. Im Frühling, im Sommer und im Herbst geht das innerhalb von 1, 2, 3 Stunden. Nach ungefähr 24 bis 48 Stunden hat der Kleber seine Endklebekraft. Im Winter und bei ganz kalten Tagen sollten Sie vor einer Verklebung die Temperatur des Glases feststellen, damit sich bei der Verklebung mit Wasser kein Frostfilm entwickelt. So, sollten Sie noch Fragen zur Verklebung von Milchglasfolien oder den unterschiedlichen Typen haben, können Sie uns sehr gerne ansprechen. Wir haben mit Sicherheit auch für Ihr Fenster die passende Folie.